Hallo, ich heiße Sie und euch sehr herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Reihe Pandemie und Gesellschaft. Wir stellen Fragen an Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Kultur und Politik. Was passiert gerade? Was wird diskutiert? Wie geht es weiter? Mein Name ist Ute Brümmer. Ich arbeite als Referentin für Wirtschaft und Finanzen in der Heinrich-Böll-Stiftung. Und mein Gast ist heute Michael Töne. Er ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Finanzwissenschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln, kurz das FIFO Köln. Und er ist seit über 20 Jahren als wissenschaftlicher Politikberater tätig im Bund, auf Länderebene und auch in der EU und global international für die OECD und die Weltgesundheitsorganisation und Ähnliches. Meine erste Frage: Was wird in deiner Fachcommunity, Michael, gerade mit Blick auf Corona und Gesellschaft diskutiert? Ja gut, meine Fachcommunity, also die Ökonomen, sind natürlich in erster Linie im Augenblick damit beschäftigt, tatsächlich über die wirtschaftliche oder bei mir auch sehr die finanzpolitische Seite zu sprechen. Da wird sehr, sehr viel schon über mögliche Exit-Strategien gesprochen, wie man rauskommt, was da klug wäre zu machen. Das heißt also, der Blick wird ein bisschen nach vorne gerichtet. Gleichzeitig merkt man aber auch sehr, dass noch eine Grundirritation, ein Grundunwissen darüber besteht, wie tief diese Krise eigentlich ist und was für eine Natur die so haben wird. Weil die ganze Diskussion pendelt so ein bisschen zwischen, die einen sagen, in ein paar Wochen werden die Maschinen einfach wieder angestellt und die anderen sprechen schon von Wiederaufbau, was eine ganz andere Kategorie hat. Und das dahinter steht, dass wir selber im Augenblick in so einer Phase leben. Man läuft hier durchs Land, man sieht, wie alles stillsteht, aber wir haben auch noch nicht so richtig aufnehmen können und erfassen können, was das tatsächlich dann auch bedeuten wird. Das können wir erst in einigen Wochen oder wahrscheinlich auch erst in einigen Monaten wirklich auch fundiert bewerten. Okay, eine Suchzeit. Eine Suchbewegung, verschiedene Suchbewegungen werden unternommen. Wir haben auf Böll.de einen Text von dir, der heißt "Von der Schwierigkeit tragfähig in die Zukunft zu investieren und wie es doch zu schaffen ist". Und da plädierst du für eine strikte Unterscheidung zwischen der Finanzpolitik im Krisenmodus und der Ausrichtung der Finanzpolitik auf Zukunftsinvestitionen. Einige vermengen das aktuell gerade. Warum plädierst du dafür? Also ich bin sehr dafür, das auseinanderzuhalten, weil die Versuchung, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, also tatsächlich jetzt, wo die Wirtschaft wieder mit sehr vielen staatlichen Mitteln auch wieder in Schwung gebracht werden muss, wenn der unmittelbare Lockdown vorbei ist, da gleichzeitig zu sagen, lasst uns doch tatsächlich in die Dinge, in die Zukunft Investitionen gehen, die die große Transformation, Klima, Energie, Digitalisierung voranbringen, die ist natürlich sehr groß. Wenn wir schon mal viel Geld ausgeben, wieso nicht dafür? Aber ich sehe das für ein großes Timing-Problem, insofern als man tatsächlich Investitionen, die müssen tatsächlich gut überlegt sein, die müssen auch ein bisschen geplant sein, die muss man auch umsetzen können. Das braucht ein bisschen Zeit. Und was wir uns jetzt aber auf dem Weg aus der Krise heraus am besten will nicht erlauben können, ist uns Zeit zu lassen oder zu planen oder auch nur für bestimmte Dinge erstmal Geld auszugeben, sondern zunächst geht es daran, tatsächlich nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Gesellschaft wieder ans Laufen zu kriegen und ich sage mal, jede Kneipe zu retten, egal ob die nun nachhaltig ist oder nicht und die Zukunftsinvestitionen dann schnell anzugehen, das auf jeden Fall. Aber eben nicht zu sagen, wir retten aber nur das, was sozusagen auch langfristig nachhaltig und wertvoll ist, sondern wir retten erstmal alle, damit auch alle mitmachen können in der Transformation hinterher. Ja. Die Naturkatastrophe Corona-Krise relativiert manches. Dennoch nimmt die absolute Größe unserer Zukunftsaufgaben, du hast es eben schon angesprochen, Klimathema, nicht ab. Welche Haltung bzw. welche Art des Denkens rätst du uns in Deutschland und Europa für die Zeit nach dem Krisenmodus? Zwei Sachen. Im Grunde genommen, wenn der Krisenmodus vorbei ist und wenn wir langsam aus der Krise auch rauskommen, dann sollten wir in erster Linie natürlich dankbar sein, dass wir aus der Krise rausgekommen sind und auch vielleicht dann auch ein bisschen stolz darauf, dass wir so eine
große Solidaritätsaktion auch umgesetzt haben, denn dieser Stillstand ist ja nicht zuletzt eben auch eine sehr große, auch intergenerative Solidaritätsaktion gewesen. Und wenn das alles so klappt, wie wir uns das wünschen, dann ist das schon ein großer, auch gesellschaftlicher Erfolg, auf dem wir aufbauen können. Und gleichzeitig müssen wir dann aber uns nicht auf diesem Erfolg ausruhen, sondern umso mehr aufs Tempo drücken, denn tatsächlich ist es ein großes Problem dazugekommen. Das wird auch nach dem unmittelbaren Krisenmodus ja nicht vorbei sein, sondern da ist viel zu tun. Und unsere anderen Herausforderungen sind dann auch alle noch da oder zum Teil noch größer geworden. Und gerade wir, meint wir als Deutschland, auch als ein Deutschland, das dann auch die Präsidentschaft in der Europäischen Union im zweiten Halbjahr innehat, sollten uns vielleicht ein bisschen mehr als in den letzten 5 Jahren in eine Rolle begeben, die tatsächlich auch dort, wo Reformen und wo Transformation vorangebracht wird, auch ein bisschen mehr auf die Tube drückt, ein bisschen mehr drängt und nicht immer nur darauf wartet, dass Herr Macron schöne Ideen macht für Europa und wir gucken dann, naja, schauen wir mal, was wir uns leisten können, sondern tatsächlich, wir sind im Zweifelsfall darauf angewiesen, wirtschaftlich, aber auch gesellschaftlich und europapolitisch auch aus Deutschland heraus mehr Impulse zu setzen. Das erwarten eigentlich unsere Partner auch mehr und mehr von uns. Ja, Michael Töne, herzlichen Dank. Das war's schon. Ich habe auf den Text auf unserer Website schon hingewiesen, der ist da zu finden, auch alles in Ausführlichkeit und sehr viel länger. Für jedes Problem brauchen wir ein spezifisches Instrumentarium. Wir sollen nicht der Versuchung nachgeben, 2 Fliegen mit einer Klappe und alles miteinander vermengen. Das habe ich jetzt als zentralen Satz mitgenommen. Herzlichen Dank und auch vielen Dank für Ihr Interesse und für euer Interesse und die Neugier. Bleibt dran und gesund. Ja, Dankeschön von meiner Seite auch.